Danke an die jetzt auch schon 49. Abonnenten. Für ihn mache ich jetzt auch natürlich Minecraft Let's Play. Ich gehe einfach weiter. Muss jetzt heimkehren. Diesmal brauche ich keine Koordinaten, sondern einfach den Kompass. Und das führt mich in die Richtung. Also erstmal entlang der Küste. Also dieser Steinküste, die hier ist. Momentan wird übrigens auch dieses eine Video Venus über zwei, oder die, der Lauf der Venus über 250 Jahre. Originaltempo ist, glaube ich, etwa so ein Monat pro, oder 2 Monate pro Sekunde vergehen im Video. Pro Sekunde in Echtzeit, also Echtzeitsekunden, sind dann 2 Videomonate oder ein Videomonat. Das ist dann etwas mit etwa 2 Stunden lang und umfasst 250 Jahre. 7200, sagen wir mal 7200 gerundet Sekunden ist das Video lang. Jetzt ist natürlich alles friedlich, aber ich glaube, ich werde erst bei, kann sein, wenn ich, dass ich, wenn ich nicht so perfekt laufe, dass ich dann zu Beginn der Nacht erst wieder eintreffe und dadurch direkt schon mal Slime farm. Was ist das denn hier? So eine einzelne Lavafläche. Wie kommt die denn zustande? Hier ist die Lava ein bisschen verbuggt. Muss diese Lava-Bug hier erstmal aufheben. So, sind wir den Lava-Bug aufgehoben. Der Kompass. Jetzt bei der Rücktour kann man immer auf den Kompass gehen, weil der mich ziemlich nah zu meinem Haus führt. Wolf, habe ich noch einen? Ah, habe ich da jetzt keine mit. Oder ist doch welche? Nein, ich habe keine mit. Hier sind Wölfe, das können Sie dann schon mal merken. Bei Koordinaten 1000 und 1200. 1200. Aus diesem Anlass werde ich schon mal den 50. Part im Voraus aufnehmen, aber ihn erst danach aufstellen. 50. Part, da kommt dann noch nicht direkt online, sondern weil erst, der kommt erst hochgeladen oder wird erst hochgeladen in der 2. Nein, nicht der 250. sondern der 50. Abonnent kommt. Da ist eine winzige fliegende Insel, die man so sehen kann. Winzige fliegende Inseln. Hier ist eine relativ hohe Bergregion. Werde ich jetzt mal langsam wieder runterkommen. Und dann am besten hier mal auf der Seite der Bergregion laufen. Oder am besten, wo es flach ist, weil hier ist es ja sowieso schon flacher, da kann man da einigermaßen laufen. Und hier ist ein flaches Gebiet für extreme Berge. Ist dieses Gebiet relativ flach. Extrem hilft ist hier das Biom und deswegen sind ja auch so viele Steine. Und da ist ein ziemlich langer Wald und auch eine relativ große Ebene. Ich glaube, die gehen fast schon so lange wie bis nach Hause oder wie es. Na, kurz vor meinem Zuhause sind die Biome ähnlich angeordnet. Deswegen habe ich das Gefühl, diese Ebene sind sehr lange. Ist bestimmt 200, 300, 400 Blöcke lang. Könnte vielleicht sogar schon 1000, könnte eventuell sogar 1000 Blöcke lang sein. Hier ist natürlich ein kurzer Flussdurchschnitt hier. Hier ist eine kleine Höhle. Dann muss ich auch wieder essen. Ich habe schon Level 32, aber ich habe keinen Zaubertisch, weil einfach mir noch 2 Diamanten fehlen. Aber kann ich noch keinen Zaubertisch herstellen. Weil Obsidian kriege ich ja nicht so hin. Also ich kann dann nur mit, ich brauche ja 5 Diamanten insgesamt, also 3 für die Diamantspitzhacke und ich hab ja 3 und dann noch 2 extra fürs Crafting, aber ich habe nur, aber das scheint relativ lang zu sein, dieses Waldbiom und der Ebene Biom hier.
Hier ist der Waldbiom, grenzt es sogar an den Fluss dran. Und da ist der Fluss die Trennung zwischen zwei Biomen. Der trennt dann hier zwei verschiedene Biome ab. Und das geht auch hier weiter. Diese Biomabtrennung. Hier geht der Fluss lang. Und ab da vorne geht der Wald auch auf der Seite des Flusses weiter. Da hat er eine Weile lang den Flusslauf angenommen. Und hier ist ein Birkenwald, also nur ganz viele Wälder, und der Wald besteht hier nur aus Birken. Er geht da hinten noch weiter. Da ist ein ziemlich langes Waldgebiet hier. Das geht da hinten nämlich in einen Tannenwald über. Das ist bestimmt 1000 Blöcke langer Waldgebiet, was an Ebene umgrenzt. Also 1000 Blöcke ist das locker lang. Also das ist schon eine ziemlich große Sache für eine Minecraft-Welt. 1000 Blöcke. Das sind ja 1660 in etwa 60 Chunks, würde das sein. Geht sogar hier noch weiter. Hier ist wieder normales Wald. Weil das Wald und Ebene, das sind natürlich normale Wälder, Birkenwälder und Fichtenwälder. Unterschiedliche Wälder, drei unterschiedliche, aber dass es so lange an ein Ebene-Biom angrenzt. Und das Biom hier zwischen wechselt einfach nicht. Also da, wo ich jetzt laufe, das ist einfach alles immer noch Ebene. Deswegen sind da auch zwei Dörfer drin in diesem Biom. Aber ich müsste sonst auch mal Walddörfer erfinden, wie es die. Ein Fichtenwalddorf zum Beispiel aus Fichtenholz besteht, also aus reinem Holz, also reinem rohen Holz. Da sprintet man so leicht in diese Richtung. Da sprintet man ebenfalls leicht so in diese Richtung. Und hier geht's noch immer weiter. Hier kommt zwar von der rechten Seite ebenfalls ein Waldbiom an. Und hier scheint das Ende erst gerade zu kommen, also langsam. Ich habe nur drei Hungertrunken, jetzt habe ich nur drei. Muss ich wieder essen, um sprinten zu können. Dann habe ich also einiges auch an Nahrung dafür aufgebraucht, um nur am Dschungelholz ranzukommen. Geht hier immer noch weiter. Das Ebene-Biom ist einfach ein gigantisches Biom. Das geht sogar noch bis zu der Pyramide, die ich da hingestellt habe. Aber von der anderen Seite bin ich eigentlich kaum hingegangen. Das Ebene-Biom grenzt auch relativ. Also diese Pyramide ist ja noch in diesem ein Ebene-Biom, also ohne Flüsse. Ich muss nämlich zwei Flüsse durchqueren, um dahin zu kommen. Ich versuche mal die Kuh hier einfach mal von der Ferne zu attackieren. Zack, ja, die Kuh ist attackiert. Ich muss sie nochmal attackieren. Zack, einfach meine Kuh getötet mit Hilfe von Pfeilen. Und es wird dunkel, ich will ja diese Nacht über Slime fahren. Also erstmal würde ich sonst die Getreidefarm anschalten. Weil die ist nämlich, sag ich mal, so gut wie fertig. Kann ich die erstmal einschalten. Da ist schon mal ein bisschen da was zu tun. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeug wegpacken. Unter anderem der Bogen. Der sollte weg, die Seeds sollten weg, und die Dschungelbäumensetzlinge, die sollten auch erstmal platzieren. Ich darf die dann erstmal platzieren. Die Dschungelbaumsetzlinge. Das sieht eine Baumart, die vom Schwarzeichen rein. Und hier ist Dschungelholz. Weil jetzt muss ich hier hinsetzen, diese Setzlinge. Am besten so
dann so ein 2x2 Baum machen, weil das ein großer Viererbaum ist. Nein, 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 nicht. Nicht machen halt. Ich brauche dafür ein paar mehr Setzlinge wahrscheinlich. Sonst würde man meine Setzlinge schnell weg sein. Und mein normales Tropenholz, das ich gesagt habe, kommt da dazu. Ja, jetzt habe ich auch wieder Dschungelholz. Wollte ich hier eigentlich erst nach Part 50 erledigen. Habe ich aber jetzt schon erledigt, bei Part 49. 11 Eisenbahnen, die sind längst fertig. Ich hätte einmal vergessen, die Knochen mitzunehmen, die nehme ich schon mal ins Inventar. Das hier ist rohe Rindfleisch halt erstmal weg. Und dann an. Hä, wie ist das denn passiert? Zombie im Haus. Ein Zombie im Haus, wie kommt das denn? Ein Zombie spawnt im Haus. Das muss ich als Thumbnail verwenden. Ich bin bei 11 Minuten. Und dann muss ich nur gucken, dieses Granitzeugs hier kommt weg. Und die Setzlinge, die kommen hier rein. Oh. Da kann natürlich, jetzt habe ich diese Setzlinge auch wieder. Da habe ich dann alle Setzlinge. Und die Kakaobohnen brauche ich auch gar nicht. Sand brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Schwarzeichenholz nehme ich mit. Die Erde. Na, ich packe da mal ein bisschen. Na, die Fäden auch weg. Die Hacke brauche ich. Ja, die brauche ich. Weil ich ja abernten will. Und dann will ich jetzt mal gucken, wie hoch der Ertrag ist. Zack, jetzt stelle ich den Hebel mal hoch. Wir dürfen gleich schon die ersten Sachen angetrieben kommen. Da oben kommen die Sachen jetzt angetrieben. Da kommen die ganzen Weizensamen. Das hier, das obere, ist schon mal der erste Ertrag. Ich räume erstmal die untere Sache komplett leer. Nicht in die Truhe, ich muss die Truhe erstmal schließen. Und jetzt hat er natürlich auch die Erde daran gepackt. Natürlich auch hier hochkommen. Das war's schon. Zack, jetzt habe ich die erstmal. Das sind die 64 Samen. Nochmal 64. Nochmal 64. Nochmal 64. Und nochmal 64. Und 13. So viele Samen und dann noch das Weizen dazu. Aber erstmal werde ich erstmal die 4 Stacks Samen dazu wieder platzieren. Ich muss dazu das Schwert wiederholen. Axt wiederholen. Dann erstmal die Eisenaxt aufbrauchen. Spitzhacke und Hacke. Das Schwert schon mal zücken. Weil ich wollte, ich habe jetzt Vollmond, deswegen spawnen ja auch die, wahrscheinlich ein Slime. Deswegen will ich ja die Vollmondnacht hier draußen verbringen. Weil die Wahrscheinlichkeit jetzt am höchsten ist, dass Slime spawnen. Sollte ich am besten machen, erstmal diese Flutung aufheben. Ich muss erstmal, dass es nicht mehr geflutet ist. Ich muss jetzt nochmal wieder rein und den Hebel umlegen, damit das Wasser weggeht. So ist das Wasser nämlich erstmal wieder weg. Ich weiß auch nicht, warum die Pyramide nicht fertig wird. Und hier rüber? Nein. Also muss ich nämlich, so muss ich nur eins nachackern. Für eins, nur ein Feld nachzuackern, wäre nicht schlimm. Und jetzt erstmal die Samen wieder hinsetzen. Alles zu machen. Und dann können die Monster mich nicht angreifen. Ich
diesen 52er Stack schon mal aufbrauchen. Also er hat mir hier wieder über drei Stacks Weizen gegeben. Also ein Ernten bringt über drei Stacks ein. Das ist jetzt die dritte Ebene. Ah, ich brauche nicht so viele. Da ist ein Creeper und eine Spinne gespawnt. Ein Creeper und eine Spinne. Zack, die wird auch zurückgestoßen. Wie eigentlich kann man unter Wasser oder im Wasser viel leichter gegen Monster kämpfen? An den Creeper. Das ist doch eine Spinne. Diese Nacht werde ich ja jetzt noch verbringen, Monster zu töten. Insbesondere Slime zu suchen. Das sind Zombies, aber Zombies sind nicht lukrativ. Also Zombies sollte man nicht nehmen. Aber ich habe keine Slimes hier bisher gesehen, obwohl der Vollmond ist. Hier im Dunkeln liegt keine Slimes bisher gesichtet. Ein winziger Zombie. Geh ich mal hier rein ins Haus. Noch ein Monster reinbringen. Sind noch Zombies da, also ein Zombie schnell reinbringen, damit. Weil die Nacht nämlich jetzt gleich endet. Oh, es wird schon hell. Zombies sind nicht so schnell. Diese Zombie noch mit rein in Kauf nehmen. Rein ins Minecart damit. Rein ins Minecart. Hat mir nicht Minecart gefallen. Da sind schon vorbei hier am Zombie. Ich bin am Zombie vorbeigekommen. Dann dreht sich da kurz um. Jetzt muss ich mal das Minecart wieder starten, was nach oben fährt. Klack, Minecart fährt los. Was? Soll hier nicht schief gehen? Das ist ja das Zombie, der Zombie hoch. Ein Zombie im Minecart. Da können wir ein bisschen Fun machen. Das ist natürlich eine Redstone-Fackel verloren gegangen. Der Zombie hat aber auch schon ordentlich Herzen verloren.
Mir fehlt jetzt eine weitere Fackel. Da soll da hin, wo das Zombie ist. Oh. Dahin. Der Zombie fällt runter. Ich muss natürlich den Zombie wieder hochbringen. Das ist jetzt ein bisschen Fun am Ende. Mit dem Zombie zu spielen. Ich habe den Zombie deswegen reingenommen, damit er sozusagen bei mir leben kann, der Zombie. Nicht, dass er stirbt. Jetzt ist der Zombie nämlich in Minecraft. Dann würde ich jetzt vielleicht sonst das hier als Thumbnail verwenden. Vielleicht müsste ich einen Screenshot machen jetzt. F2. Sein Screenshot gemacht. Und damit werde ich den Part schon mal beenden. Ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat. Jetzt zeigt, dass mir mit Liken, Teilen und sonstigen Sachen mir gut tun würden.